Yoshikazu. Naomi, halt durch! Das ist doch dieser eine, der Sachiko da, oder wie sie heißt, geholfen hatte. Au! Der wurde niedergeknüppelt. Oh nein, lass die doch in Ruhe! Die Arme. Das ging gerade zu schnell. Da ist irgendwie Blut rausgelaufen. Oh nein, jetzt wird Takuchi gefressen. Komm, zieh sie wieder unter den Tisch, bitte. Bitte, irgendwer? Rettet sie doch. Ich glaube, er ist weg. Naomi, ist alles in Ordnung? Naomi? Wohin zum Teufel hat er Saiko hin mitgenommen? Warte, Naomi. Sie ist durch mehr als genug gegangen. Ich kann sie nicht einfach hier so gehen lassen. Warte, bitte. Renn nicht alleine los, Naomi. Oh, die Nächste, die sterben wird. Verdammt. Aber wieso denn auf einmal Saiko? Wo kommt die auf einmal her? Yuka, komm her und bleib direkt bei mir. Okay. Und jetzt, naja, okay, wir haben das Skelett verdüttelt, was da oben lag. Ah, es ist sicherlich so, dass sie dieser Spur aus Blut folgen wird. Machen wir das auch. Okay. Nö, ich laufe erstmal hier lang. Und... speichere hier. Und gehe nach hier unten. Ich habe gespeichert, deswegen darf ich lang gehen, wo ich will. Großer Bruder, ich muss aufs Klo. Hm? Oh, Badezimmer? Möchtest du einen Versuch machen? Sei vorsichtig, wo du hintrittst. Okay. Wieso lässt du sie wieder alleine rumlaufen? Du weißt nicht mal, ob das hier irgendwelche Toiletten sind oder so. Oder hat er irgendwie das besondere Gespür für öffentliche Örtlichkeiten? Yuka, bist du hier? Aha. Alles klar, ich wollte nur mal nachprüfen. Ik! Was ist los? Entschuldigung. Okay. Ah, das ist nicht gut. Versuch hier fertig zu werden und komm da schnell raus. Okay. Naomi, wo bist du nur hingegangen? Warum lässt mich deine Abwesenheit mich nur so alleine fühlen? Yay. Großer Bruder. Es ist alles okay, du solltest dich mehr freuen. Ich bin hier bei dir, ich werde dich beschützen. Hm? Verdammt. Ich habe mein Schutz vernachlässigt, was? Ah, ich muss einen ziemlich miesen Gesichtsausdruck drauf gehabt haben, damit sie sowas sagt. Ich glaube, sie sorgt sich wieder um mich. Danke, Yuka. Ist ein gutes Mädchen. Yuka. Yuka, gibt's da einen Jungen, den du magst? Hallo, Purple Heart MK2. Warum fragst du? Ich möchte das nur wissen. Es ist in Ordnung. Ich werde es niemandem erzählen. Da ist einer. Ein richtig cooler Dude in meiner Klasse. Ah, ich verstehe. Gehst du auch mit dem aus? Das geht dich wirklich nichts an, großer Bruder. Außerdem, wie könnte ich jemals mit einem Jungen ausgehen? Das ist voll gruselig. Okay. Ja, ich hoffe, du kannst wenigstens hier die Courage aufbauen, ihm zu sagen, was du...
Nee, warte. Ja, wie du dich halt fühlst an irgendeinem Punkt. Das ist das, wo ich die meiste Hilfe brauche. Ich habe immer noch nichts gesagt. Aber wirklich. Ja, irgendwie glaube ich, hauen die sich auf den Deckel so nach dem Motto. So, es wird immer hier gewalttätig und kontrollierend, sobald sie mich sieht. Und immer wenn ich meine Meinung sage, dann kontert sie mit der gegensätzlichen Meinung. Und macht einen viel besseren Job, sich zu rechtfertigen. Also immer Ornery heißt, das weiß ich nicht. Aber sie hat einen starken Willen. Aber wenn ich sie jemals verlieren würde, dann würde ich mich so alleine fühlen. Da könnte ich genauso gut tot sein. Ich hab's nicht realisiert, bis ich sie wegrennen hab sehen. Ich habe nicht einmal realisiert, dass ich mich in sie verliebt habe. Naomi muss immer noch hier in diesen Tunneln sein. Sie muss am Leben bleiben. Sie muss... Yeah. Komm schon, lass uns gehen. Rosa, Bruder. Okay. Erstmal ins Batmobil steigen. Wir speichern hier nochmal. Ich hoffe, das hat jetzt nichts Negatives ausgewirkt, dass wir erstmal mit ihr auf dem Klo waren. Oh nein, die Blutspur ist zu Ende. Wo sollen wir jetzt lang? Aber warum? Wir gehen nach links. Nyang, ark. Oh, was zum... Wo... Warum sind da so viele Körper? Warte, Kishinuma? Kishinuma, bist du hier? Nein, bitte nicht, Kishinuma. Also ich sehe jetzt keinen Kishinuma. Warum muss ich ganz alleine hier sein? Nein, nein, das kann nicht sein. Ist der hier bei mir? Hey! Denk nicht einmal darüber nach. Mich jetzt hier schon, zurückzulassen, irgendwie sowas in der Art. Kishinuma! Ja, bevor ich es überhaupt bemerkt habe, bin ich einen anderen Pfad lang gegangen. Und das hat jetzt hier diesen Pool geendet. Naja, okay, bist du in Ordnung, Shinosaki? Aha. Oh, sie leben also doch noch. Das wäre uncool, wenn sie... Da sind Schuhe. Die ganzen Körper. Naja, wir haben jetzt alles abgeklappert. Ins Wasser wollen sie wahrscheinlich eh nicht. Kann ich nachvollziehen. Ich wollte in dieser komischen Brühe auch nicht schwimmen wollen. Weil, weiß nicht, ist so ein bisschen i. Yoshiki, Shinosaki, Mushida und Yuka auch. Schön, euch hier zu sehen. Aha. Seid ihr zwei in Ordnung? Ihr seid ja völlig außer Atem. Naomi ist diesem Monster hinterher, das Shinoharas Körper mitgenommen hat. Und sie wurde von uns getrennt. Nakashima ist vermisst? Miss Yui auch? Gott. Naomi, bitte sei in Ordnung. Wir sind jetzt den linken Weg gegangen. Vielleicht hätten wir den rechten Weg gehen müssen. Aber warum ist die so dumm und rennt einfach weg? Die muss doch echt einen an der Waffel haben. Tut mir leid, aber... In so einer Situation... Saiko, wo bist du? Ich lasse sie dich nicht weiter verletzen.
Aber was willst du denn machen? Ich werde dich beschützen. Ja, aber wie denn? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Da ist ein Fernseher. Und da ist wieder ein Geist. Ayumi. Ist die jetzt noch lieb oder ist die böse? Yuki, du bist auch hier. Heißt das, du hast immer noch Kontrolle über dich selbst? Ayumi, gib nicht auf. Hä? Du bist umhüllt von der Verdunkelung. Die Effekte fangen an, dich zu übernehmen. Es ist immer noch Zeit, es aufzuhalten, aber du musst dich beeilen. Oh nein, alles wird dunkler. Sie ist hier, genau hinter dem nächsten Raum. Ob ihr wieder zurückkehrt in eure eigene Welt, hängt ganz allein von ihr ab. Schnell geht. Warte, was mit Naomi? Wir können nicht abhauen ohne sie. Sie bekämpft ihre eigenen Dämonen genau jetzt. Wenn sie diese überstehen kann, wenn sie der eigenen Verdunkelung standhalten kann, dann wird alles gut werden. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Es sollte möglich sein, selbst Sachiko zu beruhigen. Geht sicher, dass ihr bereit seid. Bereit zu kämpfen. Ich weiß immer noch nicht, was an diesem gottverdammten Ort vor sich geht. Aber ich bin viel zu weit gekommen, als dass ich jetzt einen Rückzieher machen würde. Ich bin hier dabei bis zum bitteren Ende. Wir haben es verstanden. Komm schon, alle. Lasst es uns schaffen. Erinnert euch nur daran. Der Weg nach draußen hängt von Sachiko ab. Ihr müsst versuchen, einen Weg zu ihr vorzudringen zu finden, um ihr Herz zu berühren. So, gespeichert. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen wollte? Genau, wir dürfen nicht. Sonst wäre ich nämlich nochmal nach rechts gegangen, um zu gucken, was denn rechts ist, aber... Tja, hat wohl nicht sollen sein. Dann, auf in die letzte Schlacht. Kann man das bei diesem Spiel so sagen? Ich weiß es nicht. Weil so wirklich aktiv gekämpft haben wir ja noch nie. Oh. Da ist ein verrottender Körper, der von der Decke hängt. Und es ist Yoshikazu Yanagihori, also dieser eine komische Typ, der die anderen da entführt hatte und sich dann halt am Ende selbst hier aufhing. Aber mehr gibt es hier, glaube ich, auch gar nicht. Kommen wir nochmal raus? Wir kämen sogar theoretisch nochmal raus. Sehr interessant. Und untersuchen können wir aber jetzt bei dem nichts. Okay. Na, dann gehen wir einfach mal weiter. Der hat es gerade aufgeblitzt. Großer Bruder, mein Kopf tut weh. Yuka, schnell, nimm diese Kopfschmerztablette. Komische Bodengeräusche. Was ist das? Ich wüsste jetzt nicht mal, was ich da mir denken sollte, was das ist. Das sind ja die Geister. Ist das Sachiko? Ich habe euch gesagt, dass ihr wegbleiben sollt. Kommt ja nicht näher und schaut mich auch nicht an. Sachiko, bitte hör. Wir... Haut ab! Bitte, glaub uns! Wir wollen dir nicht wehtun. Verschwindet, oder ich werde euch töten. Verdammt, wir kommen nicht zu ihr durch. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn man mit so einer einfachen Masche zu ihr durchgekommen wäre. Hey, wir sind hier und wir wollen dir nichts Böses. Sachiko, das hier gehört dir. Es ist ein Teil deines Körpers, der dir weggenommen wurde. Öffne deine Augen, bitte. Ich sag mal ja, vielleicht wird sie dann wütend, weil sie kann ja reden. Also,
Ey, wir probieren es. Es wird eh jetzt ein Trial and Error. Over Now's Notebook. Ja, komm, nimm das auch. Mama, du hast versprochen. Deine Mutter hat so viel gelitten, wie du hast. Die Dinge, die du aktuell machst, machen sie nicht mehr glücklich. Ja, komm, kriegst du auch. Ja, kriegst du alles. Am Ende war jetzt eins davon falsch und... Was ist passiert? Verscheint da nicht irgendetwas komisch? Sag nicht, wir haben versagt. Shinosaki! Ah, sie hat Scheren. Großer Bruder, hinter dir! Hä? Was hätten wir denn jetzt nicht machen dürfen? Ah! Was macht er jetzt? Uncool. Ich habe ja gesagt, Trial and Error. Falsches Ende. Danke für den Hinweis. Wir haben ja noch ein paar Enden, die wir jetzt probieren können. Ist ja nicht so, dass da uns irgendwie was wegläuft. Continue. Ein Hoch darauf, dass man speichern kann und wieder von vorne beginnen darf. Also vom letzten Speicherpunkt aus. Ein paar Enten, ja. Ente gut, alles gut. War jetzt hier zwar nicht so der Fall, aber mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt beim nächsten Versuch. Ich hole mir gerade mal meinen Tee und bin sofort wieder da. Und dann gucken wir, wie es den anderen Enten noch so geht. Ja. Oder vielleicht auch Tee gut, alles gut. Ja, ich mag meinen Tee. Aber der ist noch, glaube ich, ein bisschen zu warm. Aber nur ein bisschen. So, auf ein neues. Den kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. So. Sachikos Zunge geben. Ja. Und Naos Notizbuch. Ja. Black Cat Plushie. Ja. Nein. Auch wieder falsch. Okay. Vielleicht sollten wir einfach nur das Tagebuch, also nicht die Zunge und das andere geben, sondern wirklich nur das Tagebuch und vielleicht die Katze noch, das Katzenspielzeug. Vielleicht ist das ja in Ordnung, ich weiß es nicht. Ich werde halt, ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch ein bisschen schlauer draus wird hier irgendwie. Hier oben stand gerade Mörderszene. Nein. Ja. Ja. Nein. Okay. Ich werde echt nicht schlau draus gerade.
Was könnte man denn nochmal versuchen? Was in irgendeiner Art und Weise... Nicht, dass ich jetzt hier, egal was ich mache, es versaue. Am Ende darf ich hier gar nichts geben, wobei ich das auch nicht glaube.